Wissen Sie, vor was ich hier stehe? Wenn Kleinwagen auf Sportwagen trifft, dann kommt dieses Auto bei raus, nämlich der Hyundai i20N. Und Dennis wird uns den jetzt kurz und knackig mal vorstellen. Bevor wir richtig durchstarten, wir werden auf jeden Fall drei Filme zum Hyundai i20N machen. Das hier ist ein kurzes, knackiges Porträt, damit man erstmal einen Eindruck kriegt, mit wem hat man es denn hier mit zu tun. Es gibt einen eigenen Film, wo Dennis einfach ganz sachlich alle Daten, Zahlen, Fakten zum Hyundai i20N aufzählt. Und nachher werden wir auch einen richtig ausführlichen Test machen, wo wir uns viel Zeit nehmen, jede Funktion erklären, jeden Sitz umklappen, jede Schattenkante streichen. Aber hier jetzt erstmal das Kurzporträt. Wer, Dennis, sollte sich denn den Hyundai i20N auf jeden Fall mal anschauen? Also grundsätzlich jeder, der sportlich fahren will. Das ist so mal die kurze Antwort letztendlich. Und dann geht es ja noch darum, möchte ich ein kleines sportliches Auto für den Alltag, allem drum und dran. Da passt es dann sehr, sehr gut. Und dann betrifft es, sag ich mal, sehr, sehr viele Leute, die da Spaß am sportlichen Fahren haben. Jetzt müssen wir die Nicht-Hyundai-Kenner mitnehmen ein bisschen, weil da steht i20N. Ja. Was will uns Hyundai damit sagen? Also N ist so ein bisschen mein Lieblingsbuchstabe mittlerweile, weil der steht eben bei Hyundai für unsere sportlichen Autos. Wir kennen es vom i30N. Die Familie wurde erweitert durch den i20N. N steht grundsätzlich für Namyang, das Entwicklungszentrum in Südkorea, aber auch so ein bisschen eingedeutscht für den Nürburgring, wo diese Fahrzeuge auch getestet und entwickelt werden. Also richtig Sportlichkeit, ja. Wobei Achtung, für die Nicht-Hyundai-Kenner, es gibt auch N-Line. Mhm. Das ist so ähnlich wie vielleicht bei Mercedes AMG und AMG-Line, ja, genau. Wo man sagt, es soll sportlich aussehen, aber eigentlich brauche ich gar nicht diese PS-Zahlen. Genau, wenn ich jetzt sagen würde, mir gefällt einfach die Optik, so wie er da steht, ich brauche aber jetzt nicht diese 200 PS oder 204 PS, die er hat, dann gehe ich auf die N-Line, bin aber im, sagen wir mal, normalen Motorbereich unterwegs. Jetzt Sportlichkeit, hast du schon gerade angesprochen. Ja. Jetzt gib uns mal ein paar Informationen, was macht denn das Auto sportlich? Also grundsätzlich, wenn wir jetzt einmal drauf schauen, die Optik, vorne, hinten, alles drum und dran. Die Leistung, die er drunter hat, ein 1,6 Liter Turbobenziner mit 204 PS. Der schafft so 6,2 Sekunden von 0 auf 100. Newtonmeter technisch 275 mit Overboost-Funktion 304 Newtonmeter. Also gut Dampf unten raus auf jeden Fall. Und Höchstgeschwindigkeit? Ja, da ist so bei 230 km/h Schluss, aber sind wir mal ehrlich, mit dem Verkehr aktuell wird es schwierig, die zu erreichen. Ja, wir sind ja, glaube ich, eher Fahrzeuge, wo es dann auch Spaß macht, über den Alpen Serpentinenstrecken zu fahren, als jetzt zu gucken, wie schaffe ich es irgendwie auf der Autobahn mal 250. Ja, das ist einfach das Schöne, gerade bei diesen N-Modellen von Hyundai, der ist nicht einfach geradeaus, wie schnell bin ich, sondern wie schnell bin ich um Kurven. Und das können die halt richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir natürlich aber auch im Kurzporträt mal grob sagen, wo liegt denn der preislich in welchen Range? Also der ganze Spaß, wenn ich den haben möchte, beginnt bei Liste 24.990 Euro. Wenn ich da noch ein paar Späße mit reinpacken will, sei es zum Beispiel zum N, die Performance, den Schriftzug noch hinten dran mit der passenden Ausstattung und Farbe und so weiter, was es alles gibt. Da sagen wir beim langen Video dann nochmal genauer was dazu, da lande ich bei knapp 30.200 Euro. Hinweis, wer sich für das Fahrzeug, für den Hyundai i20N interessiert, ich schreibe die Kontaktdaten von Dennis unten mit in die Videobeschreibung. Jawohl. Wir werden immer gucken, was gibt es für Aktionen, welche Rabatte kann man geben, um den idealen Preis machen zu können. Das war jetzt der Listenpreis. Ja, genau. So, jetzt haben wir es aber ja nicht nur mit Sport zu tun, sondern auch mit Kleinwagen. Und ich durfte ihn ja auch schon fahren. Und ich bin nicht der Sportfahrer, gebe ich ja zu. Ja. Aber durch die Stadt, enge Einbahnstraßen, super gut. Ja. Was zeichnet ihn da aus? Ja, also das ist einfach die kompakte Größe. Also ich habe ein Sportauto, sehr kompakt, vergleichbar eben Polo GTI Fiesta ST. Und der hat ja dann auch seine verschiedenen Fahrmodi, wo ich im Eco-Modus im Alltag unterwegs sein kann oder eben halt auch im Sportmodus, also Performance N und so weiter, das auch Krach macht. Was ich mir allerdings immer im Klaren sein muss, es ist ein Sportauto, die Dämpfung ist dementsprechend auch auf der härteren Seite des Lebens. Sonst würden ja die Sportfahrer auch jammern. Das gehört ja mit dazu. Gehen wir noch einen ganz kurzen Blick, werfen wir noch einen kurzen Blick ins Interieur. Mhm, da sieht man ja auch seine sportlichen Gene. Ja, also wir haben grundsätzlich ja innen und außen so den i20 als Basis, den kennen wir ja mittlerweile schon. Wurde jetzt hier aber einfach nochmal sportlicher angehaucht, also deutlich sportlicher angehaucht. Sei es von den Schalensitzen, das neue Lenkrad, die blauen Ziernähte, alles was so dazugehört. Und das macht ihn halt im Innenraum schon sehr attraktiv. Ja, man muss natürlich auch
die Frage stellen, wenn man dann einen Sportwagen fährt, dann wird er vermutlich auch etwas Sprit fressen. Das ist ja ein bisschen der Motorleistung dann auch geschuldet. Ja, natürlich. Wo liegen wir denn da? Ist jetzt unfair, Dennis, weil es da ja wahrscheinlich einen großen Range gibt, abhängig, wie stark man seinen rechten Fuß durchdrückt. Ja, das ist ja gerade bei unseren N-Modellen. Also da ist extrem, wie du sagst, extrem abhängig vom Fahrstil in dem Fall. Wenn ich jetzt einfach sage, ich bewege den ganz normal im Alltag wirklich entspannt. Ich habe viel Landstraße zum Beispiel in meinem Arbeitsweg, da bin ich so mit 8 bis 9 Liter unterwegs. Wenn ich dann aber sage, gut, ich fahre jetzt viel Stadt oder sehr, sehr, sehr sportlich in dem Fall, dann schaffe ich den auch auf 12 Liter zu bringen. Dann möchte ich auf jeden Fall das auch im Kurzporträt zum Ausdruck bringen. Hyundai baut tolle Autos und das spiegelt sich auch immer wieder in der Garantie wider. Ja. Denn es gibt keine Kilometerbegrenzung und man weiß, diese Autos werden von manchen auch ganz schön, würden sagen, getreten. Wie sieht es mit der Garantie aus? Ja, also wie du sagst, Kilometer unbegrenzt ist der ganze Spaß und das Ganze geht 5 Jahre lang. Das heißt, ich kann in den 5 Jahren so viel fahren, wie ich möchte, muss dementsprechend klar auch zum Service kommen. Aber ich muss mir keine Gedanken machen, was ist mit meinem Auto. Wenn was ist, ist ein Garantiefall und das Thema ist erledigt. Ja, also ist klar, ein tolles Statement von Hyundai. Es ist ein tolles Auto und das werden wir ja im großen Film auch zeigen. Auch schon in der Basis steckt da wahnsinnig viel drin. Da tut Hyundai sich nie lumpen lassen. Wer sich also für einen sportlichen Kleinwagen interessiert, vielleicht sogar hier aus Süddeutschland kommt, gerne hier ins Autohaus Walter in Pforzheim Nord und mal eine Probefahrt machen. Auf jeden Fall. Ich als Nicht-Sportfahrer, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ein tolles Auto. Hinweis noch, wir haben natürlich bei dieser Hyundai-i-Variante bzw. Hyundai-Sportfahrzeugen noch mehr, kleinere, größere. Also schaut euch da gerne auch in unserem YouTube-Kanal um, weil da noch viel zu entdecken ist. Dann sage ich, Dennis, dann machen wir uns jetzt auf zum großen Porträt. Ich hoffe, ihr begleitet uns. Vielleicht gebt ihr uns auch ein Like. Gerne Kommentare. Wir haben es bis heute geschafft, jedes Kommentar auch zu beantworten. Vielleicht begleitet ihr uns auch dauerhaft mit einem Abo. Das würde uns sehr freuen. Und dann hoffentlich sehen wir uns dann später beim großen Porträt wieder. Dankeschön. Ciao, ciao.